Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen VTNet-Video. Was könnte schöner sein, als in Thailand am Flughafen nach einem Krispy Kreme Donut, die ich übrigens sehr empfehlen kann, mal schnell in eine thailändische Fanta reinzuschmecken. Ich hatte eben sogar noch vor dem Security-Check noch eine Orangen-Fanta dabei. Die hat den Security-Check leider nicht überstanden und hier hinter gibt es leider keine Orange. Jetzt hatte ich aber so meinen Kopf auf Fanta gesetzt, dass ich dachte, probieren wir auch mal ganz schnell Orange aus. Ich kann hier an der Dose nicht wirklich viel erkennen, außer 325 Milliliter und 180 Kilokalorien, wenn ich das richtig interpretiere. Aber ansonsten, wie viel Saftgehalt, wie viel Zuckergehalt, kriege ich alles nicht übersetzt. Auch der Google-Übersetzer, der sagt mir bei Bildern, nee, thailändisch kann ich nicht. Auch Microsoft macht bei thailändisch schlapp, zeigt mir im Endeffekt nur die Zahlen an. Wir schnüffeln trotzdem mal ganz kurz rein. Weil das kennen wir ja gerade bei unserer südländischen und auch vor allem bei der holländischen Fanta, die ja nochmal ganz anders schmeckt als bei uns. Hier schnüffeln wir ganz kurz. Oh ja, also das ist, riecht schon wieder quietsche Orange. Ich guck mal, ob ich hier, ich habe leider kein Glas dabei, ob wir ein bisschen was über den Rand rauskriegen. Oh ja, das Zeug sieht auch deutlich orange aus als unsere gelbliche Fanta daheim. Und jetzt mal ganz kurz Prost. Das Zeug hat sowas von null mit unserer einheimischen Fanta zu tun. Das geht auch nicht in die Richtung der quietschesüßen holländischen Fanta, sondern das hier ist... Es geht eindeutig in die Richtung so Tritrop-Zeug, so mit Wasser unter diesem Sirup rein. Wobei hinterher schmeckt es ein bisschen wässrig. Am Anfang kriegt man wirklich die Geschmacksexplosion. Künstliches Orangen-Mandarinen-Aroma im Endeffekt. Und dann verwässert es sich ziemlich schnell. Kann man eigentlich ganz gut trinken, wenn man auf... Okay, die ersten 2 Sekunden sind wirklich hart. Also da kommt wirklich Kunstgeschmack ohne Ende. Aber dann verflüchtigt sich es wirklich schnell. Also kann man bestimmt mal trinken, aber seid gewarnt, thailändische Fanta schmeckt komplett anders als bei uns. Jo, das soll es aber schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!